Alright, 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 Leute, wir spielen in der Oculus Rift Demo, diesmal Third Floor Studio. Und bei diesem Game geht es darum, dass jemand sein Haus nachmodelliert hat und ich finde, das sieht jetzt schon ziemlich cool aus, außer dass ich übers Bett fliegen kann. Selbst das HUD spiegelt sich im Spiegel, auch nicht schlecht. Aber der Spiegel sieht ein bisschen buggy aus, also sehr, sehr verpixelt. Aber ich muss sagen, das ist top modelliert, das sieht echt gut aus. Fliegt so Staub in der Luft. Ganz kleine Staubpartikel. Und die fliegen wirklich vom Gesicht. Das Bett sieht auch geil gemacht aus, also mit den Löchern hier drin. Das ist schon top modelliert. Also es ist natürlich wieder mal null Gameplay. Okay, es gibt keine Kollisionsdetection. Anscheinend, ich kann hier... Da ist er. Man kann so nah ran, man kann sogar die Gesichter fast erkennen. Hier ist ein MacBook. Oh, das ist ein Snobber. Was ist das? Ein Drucker oder Laminiergerät? Noch ein Foto von einer Waifu. Ein paar Bücher. Yoga. Sequencing. Modern Calligraphy. Ash Language. Ja, irgendwas auch mit Yoga. Auf jeden Fall, man kann die Büchertitel lesen. Also das ist echt top gemacht. Hier ist eine kleine Küche. Oh, das ist cool. Das ist echt cool gemacht, finde ich. Oh, der hat leider keine Umgebung eingebaut, das ist mies. Entweder das oder wir fliegen in der Luft. Eine Stadt oder so im Hintergrund wäre nicht schlecht gewesen. Ah, ich kann mir vorstellen, dass er das 3D gescannt hat. Das sieht so ein bisschen unsauber aus, diese Flaschen. Aber wenn das ein 3D-Scanner war, dann hat das diesen typischen Effekt. Aber dieses Tuch hier mit dem Kühlschrank sieht auch cool aus. Ein paar Orangensaftpackungen, ich glaube, die sind falsch modelliert. Hier sind was aufgeklebt. Wobei das auch nicht ganz richtig gemacht ist, aber ey, das ist meckern auf hohem Niveau. Oh, die Kaffeemaschine ist kaputt. Der hat das bestimmt 3D gescannt, das sieht aus wie 3D gescannt. Auch das hier, das Glas da drin und so weiter, das hat so einen typischen 3D-Scanner-Effekt. Wenn er so kaputt ist oder zerfranst. So, auf jeden Fall sieht das cool aus. Der Hirsch hat keine Textur erhalten. Viele Bilder von seiner Waifu. Das ist deep. Also, ich würde sagen, der Künstler wollte damit seine Depression und seine Angst in dieses Bild packen und hat deswegen ein digitales Rauschen aufgenommen. Okay. Ja, so könnte ich mir aber auch vorstellen, dass man digitale Wohnungen begutachtet, ne? Man sucht sich irgendwie eine Wohnung in der Stadt, sagt, hey, ich möchte diese Wohnung mal anschauen, zack. Man springt rein und sieht dieses 3D-Modell von der Wohnung. Das wäre doch cool. Aber die ist aber auch ziemlich klein, muss ich gerade sagen. So, da ist die Dusche. Das sind Zahnbürsten, die schlecht gescannt wurden, als auch Flaschen. Okay, das ist, glaube ich, nicht regendicht. Wenn das regnet, dann regnet es, würde ich sagen. So, ich sehe mich selber nicht. Ja, scheiß aus. Eigentlich ganz coole Idee. Also ein paar nette Effekte, zum Beispiel die Gemälde hier. Da liegen Wattepads, ein paar Flaschen. Aber mehr kann man hier anscheinend nicht machen. Ich kann hier nochmal den Rücken raus. Das Bett würde ich mal ein neues kaufen. Ja, aber wie gesagt, wenn man auf Wohnungssuche ist, dann könnte man mit dem Oculus Rift sowas machen, ne? Man sagt, ich möchte die und die Wohnung angucken. Zack, man kriegt das 3D-File davon. Springt mit dem Oculus rein, geht einmal kurz durch und weiß, muss man wahrscheinlich nicht lange reisen. Natürlich sollte man dann immer noch hingehen und sich hier nochmal live angucken. Weil so ein 3D-Modell kann ja alles versprechen und dann kommt man da hin und da steht nichts. Oder es fehlt eine Wand oder eine Tür oder was auch immer. Aber die Grundidee ist auf jeden Fall genial. Und die kleinen Details, die hier eingebaut sind, sind super. Hier ist es am saubersten in der Ecke. Ich glaube, da weiter hinten bei den Flaschen und so weiter hat ein bisschen geschlampt. Die Flasche, die Lampe. Das Gemälde sieht auch total boring aus. Ich würde mir ein neues kaufen. Ja, auf jeden Fall. Das war's aber auch schon. Hier können wir nichts mehr weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Das war Fourth Floor Studio und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und gebt mir Flosse. Flop. Hey, Buddy. Hey, Buddy. Gib Flosse. Flosse. Flop. Der hat ja gar keine Flossen, ne?